Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Ja, heute gibt es die Krautschupfnudeln, die überbackenen Krautschupfnudeln, um ganz genau zu sein. Ich habe den Thermomix hier stehen, aber den brauche ich jetzt wirklich nur für eine Sache heute, weil ich es mir da einfach machen möchte. Und zwar habe ich hier die Zwiebeln. Ich nehme zwei Stück, im Rezept steht eigentlich nur eine, aber ja, bei mir müssen die auch weg und die packe ich schon da rein. Und es sollen 500 Gramm von diesem Kraut. Ich hätte eigentlich lieber Spitzkohl genommen, aber hatten sie nicht. Also, ja, habe ich halt genommen, was sie hatten. So einen normalen Krautkopf. Da habe ich jetzt die äußeren Blätter gerade auch schon weggemacht. Oh, das ist ja immer sehr anstrengend. Und weil das so anstrengend ist, habe ich gedacht, das tue ich mir doch gar nicht an. Und zerhäcksel das einfach gleich mit Thermomix, ja. Wer keinen hat, auch überhaupt gar kein Problem, der reibt sich das halt auf der Reibe. Aber für mich war es jetzt halt einfach nur bequemer. Ne? Hier mal die Waage anmachen. Ich habe da auch gar kein Augenmaß, irgendwie, wie viel das sein müsste. 365. Na, 505. Aber na, jetzt ist wieder umgesprungen auf 500. Und das wird jetzt Häcksel. Und das Gute ist nämlich, ich brauche heute auch gar nicht den Topf großartig sauber machen. Und ich muss mich auch nicht großartig um den Kohlkopf nämlich kümmern, weil aus dem will ich mich morgen einen Weißkohlsalat machen. Und den mache ich nämlich dann auf alle Fälle wieder im Thermomix, weil, wie gesagt, den hier zu reiben, ja, ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Ne? Ja, gerade wieder gucken, wo der Muffel ist, weil das wird jetzt hundertprozentig wieder laut. Und das fahre ich mal langsam hoch hier. Das rumpelt auch ganz schön. Da gucke ich erstmal, ich habe das noch nie gemacht, deswegen ich möchte nämlich das nicht zu fein haben. Ja, das sind aber natürlich noch zu große Stücke. Das ist nicht so viel gerieben, obwohl ich auch gar nicht weiß, ob ich das so viel gerieben haben will. Also morgen den Krautsalat schon, aber bei diesem Auflauf nicht unbedingt. Im unteren Bereich ist es schon wirklich schön, aber hier oben sind halt einfach noch so ein paar Blätter, ziemlich groß. Vielleicht sollte man den Spatel nehmen und oben nachschieben, das würde vielleicht auch gut gehen. Weil man immer hört, dass es so schnell ins Leere geht. Ne? Deswegen beim nächsten Mal, also morgen früh werde ich diesen Spatel nehmen vom Thermomix. Weil nämlich einfach diese Blätter oben, die gehen nicht nach unten. Ja. Aber hiermit bin ich jetzt schon sehr zufrieden und die anderen Blätter, die mache ich jetzt gleich nochmal schnell nach. Dann nehme ich nämlich schon mal die Pfanne, fülle das hier rein. Aber ich glaube wirklich, dass der Krautsalat morgen richtig gut wird, wenn ich das in dieser Art und Weise mache. Also wie gesagt, ich habe das noch nie vorher gemacht. Und da packe ich jetzt einfach nochmal die großen Blätter, die jetzt hier halt so wieder borstig waren und nicht runtergingen. Die packe ich nochmal rein. Auch wieder nur, also das habe ich jetzt gar nicht geschnitten. Also das werde ich nicht schneiden, denn das ging wirklich so schnell und ja, dann sind die so klein. Und das war für heute Abend nämlich der Einsatz vom Thermomix. Ich stelle den aber gar nicht weit weg und den Topf, den spüle ich nur eben kurz unter klarem Wasser aus, weil morgen kommt er ja wieder mit genau dem gleichen zum Einsatz. Deswegen, ja.
wollen wir es mal nicht übertreiben. Und der hat für heute Feierabend. Ich hatte noch ganz vergessen zu erwähnen, dass das ein Chefkoch-Rezept ist, also aus dem Internet. Ich werde es natürlich unten eintragen. Wobei ich es jetzt natürlich auch wieder abwandle, ja, wie immer. Es soll nämlich jetzt Butter dazu. Butter habe ich jetzt nichts angefangen, ist da. Und deswegen mache ich da jetzt einen guten Schuss Olivenöl dran. Und jetzt ist das ja einfach nur die Zwiebel und der Kohl. Und das wird jetzt erstmal ein bisschen angebraten. Das ist jetzt wirklich nur kurz 3 Minuten habe ich das jetzt hier ein bisschen anbraten lassen. Und jetzt wird das mit 200 Milliliter Brühe angegossen. Und ja, ich habe jetzt einfach nur das Wasser reingetan und habe jetzt das Grünpulver dabei. Also ich nehme da, wie so gerne ist das Deutsch. Also sehr gerne nehme ich halt einfach Grünpulver. Das werde ich jetzt auch einfach nochmal, da ist schon gar kein Wasser mehr zu sehen, deswegen ich packe jetzt glaube ich nochmal 50 Milliliter nochmal danach. Also 250 Milliliter Brühe. Und das soll jetzt 5 Minuten mit Deckel drauf halt nochmal ja, dünsten, braten oder was auch immer. Ich stelle hier auch die Temperatur noch ein bisschen runter. Also 5 Minuten. Ich habe jetzt den Deckel runter gemacht und jetzt soll nämlich 200 Milliliter Sahne, wer natürlich nicht so Fett haben will, der macht vielleicht nur 100 Milliliter Sahne, 100 Milliliter Milch. Das geht glaube ich auch. Dann wird das hier angegossen. Und im Originalrezept steht Bärlauch. Ich habe keinen frischen Bärlauch, es ist jetzt gar keine Bärlauchzeit. Aber so wie mit dem Chili koche ich mir ja auch immer hier so, also nee, nicht kochen. Bärlauch wird halt zerkleinert und mit ganz viel Salz und mit Öl. Und dann gibt es halt diese Paste, gibt es auch im Internet zu sehende Rezepte dafür. Aber ja, die Bärlauchzeit ist für dieses Jahr jetzt auch wirklich vorbei. Und das ist auch ganz schön salzig und deswegen, ach, ich mache jetzt einfach mal den ganzen Rest hier rein. Das muss ich aber gleich berücksichtigen beim Salzen, dass da nämlich nicht mehr so viel dann rein muss. Ne? Aber wenn ihr frischen Bärlauch nehmt oder, ich weiß nicht, getrocknet oder gefroren, gibt es den vielleicht auch, dann muss natürlich noch gesalzen werden auch. Ne? Aber jo, ich glaube, ich kann mir ziemlich das Salz gleich sparen. Und das soll jetzt offen nochmal 10 Minuten köcheln. Ich spritze hier wieder ganz wunderbar rum. Aber dafür habe ich jetzt 10 Minuten Zeit, um hier sauber zu machen. Das hatte ich jetzt wirklich 10 Minuten, dass das so ein bisschen jetzt halt verköchelt. Und das schmecke ich wirklich nur noch mit ein bisschen Zitrone ab. Gucken. Das schmeckt, also schon alleine das finde ich schmeckt gut. Obwohl ich glaube, beim nächsten Mal würde ich das gar nicht so klein zerhäckseln. Das nächste Mal würde ich das grober lassen, damit man viel besser noch von dem Kraut sieht. Das ist jetzt eher die Konsistenz, die vielleicht morgen für meinen Weißkohlsalat dann angebracht ist, aber geschmacklich total super. Ja, aber damit man nochmal auch sowas zu beißen hat, finde ich, wäre das jetzt auch okay, wenn die Stücke größer wären. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite. Jetzt werden die Schupfnudeln, das ist einfach so eine Packung, und die werden nur angebraten. Goldbraun. Ja, goldbraun. Werden wir sehen. Ja, rein. Und die werde ich jetzt vielleicht 5 Minuten einfach hier im Olivenöl anbraten. Im Originalrezept steht auch wieder in Butter. Ja, gleiche Problem wie gerade. Keine Butter da. Also in Olivenöl.
So, das waren jetzt wirklich, ja, vielleicht 8 Minuten habe ich die jetzt anbraten lassen. Und ja, die sehen jetzt schon an manchen Stellen ein bisschen angebräunt aus, aber ich glaube, so soll es auch einfach sein. Und jetzt kommt hier, oh, das ist jetzt aber ganz schwer, die Pfanne, die ist immer so schwer. Da packe ich jetzt wirklich nur hier mein Kraut drauf, von dem man leider ja nicht mehr viel erkennt, dass es Kraut war oder ist. Und ja, decke da jetzt schön die Schupfnudeln ab. Also ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich es natürlich wieder ziemlich abgewandelt habe, einfach weil ich nicht alles da hatte oder ja, oder weil ich es halt einfach nicht wollte. In dem Originalrezept ist nämlich auch Schinken angegeben. Das wollte ich natürlich nicht. Also packe ich aber dafür einfach ein bisschen mehr Käse drauf. Denn im Originalrezept steht 150 Gramm. Nein, hier sind 200 Gramm drin. Aber ich glaube, 200 Gramm wäre vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, die 150 Gramm, ach ja genau, es stand 150 Gramm Bergkäse. Ja, Bergkäse habe ich jetzt keinen da. Und ich muss sagen, wenn ich Bergkäse da hätte, würde ich den lieber zum Wein schön ein Stückchen essen. Und hier für dieses Essen finde ich, da sind so viele gute Sachen drin. Und da packe ich einfach nur den Emmentaler drauf und das reicht mir. Und das wird hundertprozentig auch gut schmecken. Das kommt jetzt bei 225 Grad in den Backofen. Also ich denke mal Ober-Unterhitze. Ich habe den nicht vorgeheizt und deswegen, ja, im Originalrezept steht 15 Minuten. Ich denke mal, ich packe den jetzt für 20 Minuten rein und werde dann sehen, ob es gereicht hat. Es geht ja eigentlich nur darum, jetzt das hier zu den Käse zu schmelzen, das zu überbacken, weil das andere ist ja schon gegart, ne? Also deswegen wieder ein ganz schnelles Gericht. Ich habe es jetzt nach 18 Minuten rausgenommen, weil ich finde, das ist perfekt. Der Käse ist schön zerlaufen und das andere war ja auch schon alles durch. Das reicht vollkommen und das riecht richtig gut. Also es riecht ein bisschen nach Kraut, aber was ich jetzt nicht, also es nicht, stinkt hier nicht so fies nach Kohl, wie wenn meine alten Nachbarinnen hier so einen Eintopf machen. Also da muss ich sagen, das riecht mir oft zu doll nach Kohl. Aber das riecht richtig gut. Und ja gut. Natürlich zieht sich hier wieder der Käse. Und jetzt geht's ans Probieren. Also, das kann ich schon mal sagen. Also ich habe jetzt gerade auch schon den Weißkohl noch gehäckselt für morgen für den Salat. Und wenn man mit dem Spatel oben, also diesem Thermomix-Spatel reingeht, dann ist das wirklich innerhalb von 5 Sekunden ist wirklich alles total zerkleinert. Wobei ich aber auch wieder sagen möchte, das nächste Mal, also sollte es jetzt so gut schmecken, wie es riecht und wie sich das hier so anlässt, dann werde ich das aber mit dem Kraut machen, dass das größere Stücke hat, ne? Aber jetzt geht's ans Probieren. Das schmeckt wieder mal. Also jetzt denken mir mal alle, ich mag alles oder so. Mag ich bestimmt nicht. Aber das schmeckt wirklich total toll und hat jetzt nichts mit so einem bollerigen Kraut, Eintopf, Gemüse zu tun. Das, ja, also auch in der Verbindung mit dieser Soße, finde ich total klasse. Nee. Mit nee meine ich, nee, ist das gut. Und wenn man überlegt, was das für eine Menge ist, wie immer hier meine Preisberechnung, also die Schupfnudeln haben 99 Cent gekostet. Der ganze Krautkopf hat heute 65 Cent bei Aldi gekostet. Ja, die Sahne kostet ja auch irgendwie was, 60 Cent.
Der Käse, wo ich jetzt nicht alles von genommen hatte, den kaufe ich eigentlich immer, wenn der bei Kaufland für 99 Cent ist. Oh, jetzt fliegt hier schon eine Fliege rum. Hey, weg, sonst hole ich einen Muffel. Ja, und es waren zwei Zwiebeln drin. Also, das war ja jetzt wirklich gar nicht viel. Ich glaube, ich kann sagen, dass insgesamt dieses Ganze, was jetzt wirklich für zwei Leute gut reichen würde oder für mich jetzt halt an 2 Tagen, würde ich tippen auf 3,50 Euro. Mehr nicht. Und das finde ich, ja, das finde ich schon wirklich für so ein tolles Essen, was mir wirklich ganz grandios schmeckt. Das kommt bei mir auch auf die Liste der Mahlzeiten, die ich ganz bestimmt nochmal wiederhole. Ich kann es euch total empfehlen. Und ihr habt gesehen, es ging ganz schnell. Meinen wunderbaren, überbackenen Krautschupfnudelauflauf oder wie wir ihn nennen wollen. Ja, Rezept werde ich unten reinschreiben. Ist von dem Rezeptportal Chefkoch, aber von mir halt auch wieder. Ach, ich schlage ja nur mit dem Messer hier gegen. Aber ist von mir wieder ziemlich auch abgewandelt worden. Aber mir schmeckt's, ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.